Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu The Darkness 2. Wir sollen eine Waffe finden hier im Irrenhaus. Relikte gibt es hier keine. Jenny, Jenny, ich kann dich nicht finden. Tut mir leid, Jackie, ich muss mich um andere Patienten kümmern. Aber Jenny, Jenny, ich versuche dich zu retten. Ich bin so verloren ohne dich. Nimm deine Pillen, dann darfst du meine Titten angrapschen. Warum hab ich gefragt? Das hast du auch gerade gedacht, aber sehr, sehr geil. So, umläuft ein Stummfilm. Den gucken wir uns jetzt aber mal nicht an. Wenn man mit einem Titanic aufs Meer fährt, ist es die eigene Schuld, wenn man kentert. Sieh dir den an. Der glotzt mir direkt auf die Eier. Also, das schreit doch förmlich nach Ärger. Ich hätte nach Hause gehen sollen. Ich hätte nach Hause gehen sollen. Der kleine Hund. Das war scheiße. Das war alles totale Scheiße. Ich hätte nicht in den Van dürfen. Ich hätte nicht in den Van dürfen. Ich wusste das nicht. Dr. James sagt, es ist nicht meine Schuld. Wieso ist es hier drin so verdammt kalt? So kalt. Es war kalt. Da war Metall auf dem Boden. Mein Kopf. Mein Kopf. Er hat es mir über den Kopf gezogen. Ich habe nicht gesehen, wie er aussah. Okay, mehr will ich nicht wissen. George, was sind das überhaupt für Leute? Wo sind die ganzen anderen? Für Tony und so. Naja, oh. Eddie. Hey, Jackie. Unser Geheimnis. Okay, Kumpel? Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Okay. Johnny Paul. Hallo. Johnny, komm schon. Du musst mir hier raushelfen. Ich kann meine eigenen Augen nicht sehen, diese Medikamente. Sie sagen, sie wären zu meinem Besten, aber das sind nur Lügen, Jackie. Sie wollen die Realität verändern. Johnny, alles okay? Was haben sie dir angetan? Du bist wieder zurück. Wo warst du? Ich weiß, dass du abgehauen bist. Aber warum bist du wieder hier? Muss ein Irrtum sein. Na gut, er hilft uns nicht wirklich weiter. Was steckt denn hier für ein Spiel? Wer spielt denn da Klavier? Oder probiert's? Patrick. Doch niemals erfüllen sie den Zweck. Und will doch einfach nur weg. Nun komm schon, töte dich einfach. Dein Leben zählt keinen Penny. Oh, Jenny. So, Fat Tony. Da bist du ja. Da drüben. Was machen die Trauben? Mein Bauchnabel guckt raus. Willst du mal sehen? Stachelbeeren stechen beim Essen weniger, als man denkt. Okay, wer hockt denn hier noch? Du kannst hier nicht stehen bleiben. Die Stelle ist reserviert. Und wenn ich es doch tue? Weg. Ich kann nicht mit Leuten reden, die nicht real sind. Ich darf nicht. Okay, dann gehen wir mal. Dieses Neonlicht ist schlecht für die Augen. Passiert. Nichts von dem hier ist real, oder? Weißt du, nicht jede Sorte Fleisch schmeckt nach Hühnchen. Die Pfleger hier sind alles Lügner. Sie sagten, ich käme Weihnachten raus, aber sie haben nicht gesagt, in welchem Jahr. Keiner sollte so einen Scheiß erdulden müssen. Ja, sie haben nicht erwähnt, in welchem Jahr. Hier kommen wir leider nicht rein. Schade, hätten wir vielleicht mal da hinten die Schwester flachlegen können. Dr. James. Hallo, Jackie. Nimm besser wieder deine Medizin. Du hast weniger Halluzinationen, wenn du dich an deinen Zyklus hältst. Und Dr. Wick sagt, wenn du das tust, kannst du Schwester Jenny wiedersehen. Wie wäre das? Das Jenny wäre hier das schön. Nimm weiter deine Medizin, Jackie. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Mann, Mann, Mann. Jackie, du siehst viel besser aus. Ja, ja. Frank. Jackie, der Mann mit dem Plan. Alles okay bei uns, ja, Jackie? Du machst dich echt gut, Jackie. Ich bin stolz, dich in meiner Station zu haben. Okay. Ja, haben wir soweit mit ihm geredet? Ich glaube ja. Butch. Hockt schon wieder einer auf dem Klo. Gut, sie ist ja nicht da. Doktor! Komm, stimmt was nicht? Du siehst heute ziemlich klar aus. Du machst aber nicht immer noch ins Bett, Jackie, oder? Okay, das Thema wollen wir nicht weiter und näher erörtern. Ich frage mich, wo Adolf ist.
Sheldon. Swifty, wo finde ich ein Messer, einen Schraubenzieher, was Spitzes? Ich kann meine Zähne nicht finden. Hilfst du mir, meine Zähne zu finden? Verdammt! Ich kann ihm auf die Fresse hauen, wenn du willst. Mal gucken, was da mit deinen Zähnen passiert. Da ist Adolf. Und hier ist unser Zimmer. Und hier sind wir. Na gut, hier werden wir nichts finden, glaube ich. Adolf. Dolfo, wenn mir irgendjemand hier helfen kann, dann du. Ich brauche eine Art Waffe, egal was. Was? Ja, ja. Ich habe Panzerdivisionen, Kampfflieger, Schlachtschiffe. Gut zu wissen. Kennst du den Weg raus? Wir müssen sofort mit der Planung anfangen. Geh zum Hausmeisterschrank. Da findest du, was du brauchst. Zum Hausmeisterschrank also. Ich danke dir, Adolf. Du musst in Zangenformation vorrücken, bis wir Paris erreichen. Und sprich nicht mit den Bolschewiken! Wenn du fertig bist, werde ich dir wieder helfen. Für das Vaterland! Die Nation der Tschechoslowakei existiert nicht mehr. Hey, beruhig dich, sonst gehst du zurück auf dein Zimmer. Stalinist! Adolf, ich schwör's dir, noch ein Wort. Gesundheit. Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, mich mit Personen zu umgeben, die noch beknackter sind als ich. Mir gefällt der Gedanke, dass dies zu meinem Erfolg als Führer des Dritten Reiches beigetragen hat. Okay. So. Nimmer wiedersehen. Hau rein. Und der Hausmeisterraum war ja hier vorne. Und zwar diese Türe. Komm schon. Das willst du nicht tun, Äffchen. Was? Na bitte. Komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Moment mal. Kenne ich dich nicht? Du musst keine Angst haben, Jackie. Ich habe keine Angst. Ich bin scheiß angepisst. Wurde verdammt nochmal auch Zeit, was? Mach die Tür zu. Jetzt dreh dich um. Hallo, Äffchen! Verbündete an seltsamen Orten. Ach, wir sind schon wieder in dieser komischen Finsterniswelt. Du bist drin und draußen, Mann. Kaum am Leben und noch nicht ganz tot. Was? Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Die Finsternis hört uns nicht, weil sie schwach ist. Warte, ich verstehe nicht. Das sollst du auch nicht. So macht die Finsternis das, verstehst du? Du bist tot, aber sie kann nicht zulassen, dass du zur Hölle fährst. Dieser Anstand wurde für dich gebaut, damit du denkst, du wärst irre. Aber das ist nur ein Filter, klar. Und nur gucken, ob es hier vielleicht ein Relikt gibt. Die Anstand ist nur ein Trugbild. Die Finsternis hat sie erschaffen, damit du nicht zur Hölle fährst. Damit du beschäftigt bist, während sie dich zusammenfliegt. Du sollst davon fernbleiben. Und was ist das? Da sind wir. Was? Wieso? Ich weiß nur, dass sie euch beide auseinanderhalten will. Ich glaube, sie hat Angst. Was, mir, uns und Jenny? Nein, ich habe schon zu viel riskiert, Äffchen. Zu viel gesagt. In der echten Welt kann ich nicht sterben. Aber in der Anstalt kann die Finsternis mich töten. Game over. Kein Rückfahrschein für mich. Ich muss zu ihr. Keine Zeit, Äffchen. Du darfst ihnen die Finsternis nicht überlassen. Wenn du sie verlierst, verlierst du Jenny. Siehst du das? Der Weg heim, Dorothy. Nun geh schon. Mach die Augen zu. Spring in meinen Kopf. Wir machen eine Spritztour. Das ist doch die eiserne Jungfrau, die ich da sehe. Ah, jetzt kommen wir hier lang. Der
Schmerz muss nicht auszuhalten sein, Jackie. Hättest du meine Angebot angenommen, wäre dieses ganze Leid vermeidbar gewesen. Es dürstet mich danach. Ich brauche sie. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Geduld. Hilf mir! Finde einen Weg in den Keller. Sie nehmen sie. Schnell! Wird nicht viel mehr als ein Zucken sein. Wo ist Bruder Viktor? Er ist unten im Keller und erledigt diesen erbärmlichen Wirt. Alles klar, ich schätze, wir müssen in den Keller. Schnell, ich kann spüren, wie die Finsternis meinen Körper verlässt. Amen, mein... Zwei Relikte gibt's. Es gibt schon dabei. Gott ist nur ein Werkzeug der Finsternis. Wir sind alle nur Werkzeuge der Finsternis. Wenn mir das Geschenk des Todes zuteil wird, woher weiß ich dann, ob ich es verdient habe? Wenn du in der Hölle erwachst, hast du es verdient. Wie soll ich denn da vorkommen? Nach dem Tod folgt nichts, außer man dient der Finsternis. Gepriesen sei die Finsternis! Ja. Es wäre besser, als einer Sache zu dienen. Der Sache der Bruderschaft. Ich nehme an, die sehen uns hier im Dunkeln nicht. Wenn sie die Augen schließt, erlischt meine Existenz. Ah, wir sollen hier wahrscheinlich in den Kamin, ne? Wo bist du hin? Verdammt zu sein, heißt auserwählt zu sein. Okay. Das Leben ist mit... Ja, wir müssen schleichen. Das ist ja gar nicht so mein Ding. So, gehen wir mal hier durch. Ich kann es kaum erwarten, die Finsternis zu schmecken. Bruder Viktor hat versprochen, dass wir alle aus dem Gral trinken. Da gibt's Munition. Da kommt einer, deswegen werde ich mich gerade mal hier in der Ecke verstecken. Wir lassen diese Patrouille erstmal ziehen. Wir sollen dahinter. Ah, hier ist eine Leiter. Ja. Ich hab was gehört. Du wurdest getroffen! Hahaha. Wow, 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 wow. Das reicht jetzt. Wo ist der hin? Er ist im Dunkeln verschwunden. Ich dachte, wir könnten da dran hochklettern. Mann, hier sind aber auch viele. Das dachte ich mir. Irgendwas lief falsch. Ich war nicht dabei. Wohin ist er abgehauen? Hier ist nichts. Okay, ist der Alarm jetzt vorbei? Ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part raus. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.